Viele Salsa-Instruktoren behaupten, Cuban Motion ist so etwas Natürliches wie das Gehen. Das ist ein Unsinn. Beim Gehen verwenden wir nur unsere Arme. Wir verwenden beim Gehen nicht den gesamten Oberkörper und wir bewegen uns so nicht durch die Stadt. Oder? Die Cuban Motion müssen die meisten lernen und zum Glück in diesem Video zeige ich dir, wie das eigentlich geht, wie es jeder lernen kann und vor allem zeige ich dir einen super Hack, wo jeder zu seiner tollen, authentischen Cuban Motion kommen kann. Also tanzen wir es an. Dieser Mythos, dass die Cuban Motion und diese Gegenbewegung, die wir in allen Latino-Tänzen brauchen als Grundlage, dass wir das in unserem Alltag die ganze Zeit machen, das stimmt natürlich nicht. Warum? Weil wir in unserem Alltag hauptsächlich unsere Arme und Beine verwenden, um uns zu bewegen und nicht die Kontrabewegung unseres Oberkörpers auf jeglicher Ebene. Für die Cuban Motion brauchen wir eben aber die Bewegung des Oberkörpers, des Rumpfes und die Verdrehung. In diesem Video zeige ich dir sogar zwei Ebenen der Cuban Motion. Wir beginnen jetzt einmal mit der Verdrehung. Die Frage stellt sich, wie kommen wir zu dieser Verdrehung? Dazu kommen wir gleich zu unserem Hack oder besser gesagt Trigger für diese Verdrehung. Der Trigger ist die Kniebewegung. Was ich jetzt hier mache und ich hoffe, du auch gleich mit mir, ich beuge und strecke meine Knie gegen gleich und damit entsteht, wie man es bei mir sieht, eine Kontrabewegung, eine Verdrehung des gesamten Körpers. Wenn ich mich jetzt so umdrehe, da sieht man es noch besser, diese Dreidimensionalität meiner Oberkörperbewegung. So, das wirkt etwas unschuldig und banal und als würde es jeder können, aber da gibt es ein paar Herausforderungen und in diesem Video werden wir das jetzt gleich anbringen. Erste Stufe wäre, dass wir die Hände, und das wird jetzt sehr wichtig sein, ganz fixieren und sie nicht mitbewegen in weder noch Richtung, weder nach vor noch zurück. Wir gehen mit den Knien nach vor und gleichzeitig mit dem anderen Knie zurück. Das ruft eine komplette Verdrehung zuerst einmal der Hüftgelenke und dann, wenn wir das weiter in den Körper führen, auch Verdrehung des Oberkörpers, wie man das jetzt bei mir sieht. Das heißt, wenn mein linkes Knie zurück will und mein rechtes Knie nach vorne will, jetzt ist meine gesamte rechte Körperseite wandert nach vor, meine gesamte linke Körperseite will zurück. Und dadurch, wie man das hier bei mir sieht, entsteht eine komplette Verdrehung. Sehr gut. Jetzt, wenn wir das weiter tun, wollen wir das unbedingt in unserem Körper speichern. Sprich, dass wir uns merken, wie sich alles um unsere Mitte, um unsere Hüfte verdreht. Gut, die nächste Stufe wäre dann, dass wir mit den Händen, mit den Armen uns auch dagegen bewegen. Bewusst gewähltes Wort dagegen. Denn bei den meisten passiert irgendwie sowas, irgendwas in die Richtung. Und was ist der Fehler? Der Fehler oder was da noch fehlt, mit anderen Worten, ist, dass der Ellbogen vom selben Fuß oder vom selben Knie, besser gesagt, das sie nach vor bewegt, dieser Ellbogen muss zurück. Das heißt, wenn das linke Knie nach vor geht, will gleichzeitig auch die linke Schulter nach vor und der linke Ellbogen zurück. Das ist entscheidend, weil oft macht man das dann so und dann jetzt ist man quasi in einer Art Gegenbewegung, aber nicht vollständig. Sprich, linke Ellbogen zurück, linkes Knie nach vor und die linke Schulter nach vor. Umgekehrt, rechte Ellbogen zurück, während das rechte Knie nach vor geht und die rechte Schulter nach vor. Und wenn man das jetzt langsam und gleichmäßig macht, hat man die Verdrehung des Körpers und damit auch die Cuban Motion, sprich die Verdrehung des Körpers von unten nach
oben. Ich habe dir versprochen, ich werde dir zwei Ebenen der Cuban Motion zeigen. Wir haben uns bis jetzt mit der Verdrehung befasst und jetzt kommt die Verschiebung. Das heißt, das ist jetzt dieses Verschieben und ohne zu verdrehen. Das heißt, wir verschieben den Oberkörper in eine Richtung und die Hüfte geht in die andere. Tschak, tak, tak. Die sogenannte, man nennt das auch Merengue Action. Oder eben Cuban Motion mit der Verschiebung. Und taka, tiki, taka, taka, tiki, taka, tak. Das Interessante dabei ist, dass wir auch für diese Verschiebung unsere Knie benutzen. Es ist nach wie vor so, dass ein Knie nach vor und ein zurück geht, allerdings etwas mehr diagonal und dann entsteht eben diese Verschiebung. Ich zeige es jetzt einmal so. Wie du siehst, ich kann das so machen, ohne dass ich mich verdrehe, beziehungsweise ich benutze diese Knie-Action, die auseinandergeht. Ich zeige es so jetzt mit meinen Händen, wo meine Knie wirken. Dann, warum? Damit die Hüfte kontra geht zum Oberkörper. Und 1 und 3 und 5 und 7, beziehungsweise 1 und 2 und 3 und 5, 6, 7 und quick, quick, slow und quick, quick, slow. Das heißt, alles gilt genauso wie bei der Verdrehung, nur dass wir uns jetzt nicht in sich verdrehen wollen, sondern verschieben auch noch wollen, das gibt noch eine zusätzliche Dimension. Und ja, gut geraten, diese Verdrehung und Verschiebung kann man dann kombinieren und dann haben wir eine richtig multidimensionale Bewegung, wie man das jetzt hier sieht. Das ist jetzt, wenn ich das gar nicht verwende, weder Verschiebung noch die Verdrehung. Jetzt nutze ich die Verdrehung und jetzt addiere ich auch noch die Verschiebung und dadurch, man merkt es jetzt hier an mir, wie der Oberkörper in eine Richtung geht und meine Hüfte in die andere und dadurch gleicht sich auch der Körper aus, plus die Bewegung wird einfach voller und sehr viel intensiver. Bum, gugum, du-dum, gudum, gudum. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass die Cuban Motion, so vielleicht banal sie am Anfang wirkt, in der Bewegung, auf der Tanzfläche, mit Partner, mit Musik, mit all den vielen Facetten von Tanzen, schaffen wir es nicht, das so zu automatisieren. Das heißt, das ist das Schlüsselwort Automatisierung, damit wir es auf der Tanzfläche abrufen können. Das muss geübt werden und das machen wir in unserer Academy, nicht nur in unseren Livestreams jeden Dienstag, wo wir uns mit diesen Grundlagen beschäftigen und mit der Qualität der Bewegung, sondern wir haben auch einen ganzen Kurs Body Movement mit all den vielen Feinheiten, Details, damit du wirklich in die Tiefe von dieser Cuban Motion kommen kannst. Werde ein Member der Academy und unten in der Beschreibung hast du einen Rabattcode bzw. einen Gratiszugang sogar dazu. Zusammenfassend, die Knie-Action führt die Hip- bzw. Oberkörper-Action, Torso-Action. Je mehr wir unten in den Boden arbeiten und diese Knie gegeneinander fahren, sprich das ein Knie nach vor, das andere zurück, geht umso interessanter, voller und multidimensionaler unsere Bewegung. Wie am Anfang gesagt, Cuban Motion wirkt nur dann natürlich, wenn man sie oft geübt hat und wenn man sie in allen Lebenslagen und Situationen rekreieren kann. Wenn du das denken musst, was du tun musst, gleichzeitig dann auch noch mit Musik und mit Partner tanzen sollst. Das bedeutet einfach, dass du es noch mehr üben sollst. Und ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen. Viel Freude bei der Cuban Motion. Dankeschön.